Seit einer Woche kann ich jetzt wieder arbeiten, den Laden aufmachen. Ich war selber sehr aufgeregt, die Kunden auch, haben schon sehr lange auf Termine gewartet. Jetzt habe ich hier wirklich jeden Tag gerade 12-Stunden-Schichten, um alle meine Stammkunden glücklich zu machen. Und es gibt auch sehr viel Energie, auch sehr viel positives Feedback. Das ist doch ein ganz großes Stück Normalität jetzt auch durch nur einen Friseurbesuch schon wieder zurückgegeben ist. Also die Leute genießen das doch, dass sie mal was anderes sehen als nur den Supermarkt und vielleicht ihr Homeoffice oder den Weg zur Arbeit. Nach dem Lockdown gibt es natürlich jetzt etwas neue Bestimmungen, auf die man sich vorbereiten musste. Das heißt, wir stellen Desinfektionsmittel zur Verfügung, wir haben auch Masken für Kunden, wir achten auf den Abstand und versuchen auch die Kunden so zu legen, dass jetzt wirklich nur eine geringe Anzahl an Kunden sich zur gleichen Zeit im Salon befindet. Einige der Kunden kommen natürlich jetzt doch ein bisschen verschnitten. Da gibt es dann einige Versuche, wie man sich selber mal den Pony schneidet. Das muss man ein bisschen ausgleichen. Vor allem die Kinder, die jetzt kommen, die haben doch alle die berühmten Topfschnitte von der Mama oder vom Papa bekommen. Und da ist jetzt auch gerade eine kleine Baustelle, die alle wieder zu reparieren. Die neue Situation bringt natürlich die eine oder andere Überraschung mit. Also ich finde es super, wie die Kunden mitmachen. Dabei ist zum Beispiel jetzt auch gerade das Zahlen, kontaktlose Zahlen auch sehr hilfreich, selber Masken mitzubringen, sich trotzdem auch die Zeit nehmen wollen, sich wohlzufühlen in dem Laden. Und da kriegt man auch ganz viel positives Feedback vom Kunden. Man freut sich jetzt auf die nächste Zeit und hofft, dass diese neue Normalität, das Wort mag ich zwar nicht, sich aber gesund einbürgert sozusagen, dass wir alle positiv denkend bleiben. Und ich hoffe für uns alle, dass wir nicht nochmal eine zweite Welle bekommen für alle Geschäftsleute, dass wir alle gemeinsam diese Krise überstehen mit Kunden und mit Kollegen.